Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 396. Jo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin wieder gesund, also jetzt, gestern wurde getestet und ich bin wieder negativ. Das bedeutet, dass ich Montag wieder arbeiten kann. Sonntag wird trotzdem nochmal getestet, aber ja, das freut mich natürlich, dass alles wieder vorbei ist mit der ganzen Corona-Geschichte. Ja, davor habt ihr ja mein Lied, Die kleine Träumerei, denke ich, gehört. Ein Lied, das ich mit dem PSR SX 600 gespielt habe, aufgenommen über dem Olympus LS14, also über den Leineingang natürlich. Ja, und ich habe da extrem viel Hall reingemacht und habe das noch ein bisschen bearbeitet und so. Aber alles in allem einfach mal ein Lied, das vieles ausdrücken soll. Zum einen meine Sehnsucht nach der Freundin, also die Musik macht, ne, dass ich mir vorstelle, mit meiner Freundin Musik zu machen, also sie Gitarre, ich habe das Klavier gespielt, so, das soll dieses Lied so ein bisschen, soll man so ein bisschen sich vorstellen können. Auf der anderen Seite drückt es natürlich diese Corona-Zeit aus, ne, so ein bisschen auch. Die Katzen fetzen sich, ja. Ja, dann sollte es auch ein bisschen, ja, die Sache mit mir und Bernd, also musikalisch so ein bisschen ausdrücken, ne? Deswegen auch eine kleine Träumerei, ne? Also so ein bisschen so, also alles im Allen ist da so ein bisschen alles drin, schwingt dann so ein bisschen alles mit. Einmal die Sehnsucht nach der musikalischen Freundin, dann so ein bisschen an die Zeit mit Bernd erinnern und die Corona-Zeit so ein bisschen verarbeiten und das alles, ja, hoffe ich, habe ich mit diesem kleinen Stück eine kleine Träumerei so ein bisschen rüberbringen können. Ja. Tja, Blackie geht die Mädels wieder auf den Sack. Jetzt geht's da richtig zur Sache. Blackie, komm her. Ja, das ist Fauchen von Mia. Oder? Ist das Mia? Hier ist was los, Leute. Katzenalarm. Gucken, ob das überhaupt Mia war. Ja, es war wirklich Mia. Mia ist nämlich auf dem Schrank und Blackie trinkt gerade Wasser. Ja. Mia ist ganz oben und findet sie gar nicht lustig, dass Blackie jetzt da ist. Aber gut, muss sie durch. Die tun sich ja nicht wirklich was. Ja, also wir waren bei dem Stück eine kleine Träumerei. Ja. Und ich hoffe, dass ich das alles so ein bisschen rüberbringen konnte. Diese ganzen Vorstellungen oder Umsetzungen, wie man es auch nennen will. Also einmal, wie gesagt, die Corona-Zeit. Andererseits diese Vorstellung, ich würde mit meiner Freundin Musik machen, die ich nicht habe. Und einmal soll es auch an die Zeit mit Bernd erinnern. Ja. Und mehr gibt es zu dem Stück nichts zu sagen. Es sind ja nur 3 Minuten, also insofern, ja, passiert ja da auch nicht so viel. Aber ja, und das kann man halt auch mit dem PSR SX 600 machen. Einfach ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre, Klavier ein bisschen verhallen, Höhen raus.
Bei der Gitarre habe ich auch ein bisschen Höhen rausgenommen und später mit Audition die Höhen wieder reingemacht, so ein bisschen, dass es etwas klarer klingt noch. Ja, aber man trotzdem dieses Gedämpfte einfach hört. Mein Kater hat hier irgendwie Mautsanfälle. Ja, der will halt mit den Mädels spielen. Au! Was sagst du dazu, Mia? Mia? Ja, so ist das mit den Katzen hier. Ja, wir springen hier von Träumerei zu Katzen immer, ne? Das ist unglaublich. Aber so ist es halt, ne? Das ist halt Atmosphäre, ja? Wenn, aha. Der Vogel kam übrigens gerade von der Apple Watch. Also jede halbe Stunde kommt so ein Vogelpiepsen. Und das halb vier kam von meinem iPhone. Ja, leider kann man bei der Apple Watch keine automatische Zeitansage machen. Also das wäre echt, das finde ich noch ein bisschen schade. Ich meine, gut, ich finde auch den Vogel okay, aber ja. Aber gut, trotzdem bin ich zufrieden mit meiner Apple Watch, absolut. Also ich trage die auch wirklich jeden Tag und ja, vor allen Dingen, dass sie wirklich so günstig war, also 200 noch was, fast 300 Euro. Das ist schon, ne, für die SE, also ich finde diese Apple Watch SE wirklich cool. Ich habe sie auch nicht als, also man muss sie mit dem iPhone benutzen. Es gibt ja noch die Variante, wo man dann mit einer eSIM oder wo man über LTE das Ganze machen kann und aber das brauche ich alles nicht. Also mir reicht die Variante und ja, für über 200 Euro ist das eigentlich schon eine gute Sache. Und vor allen Dingen, 15.31 Uhr. Vor allen Dingen, ich liebe einfach diese deutliche Aussprache von Siri. Also das finde ich einfach, das ist wirklich, also ich kenne kaum eine sprechende Uhr, die wirklich so schön klingt wie Siri, wenn sie die Uhrzeit sagt. Und mag sein, dass die teuren Funkuhren das auch eine etwas bessere Sprachausgabe haben. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber die meisten Uhren, die klingen halt eher so quäkig und ja, vor allen Dingen kann ich hier halt auch die Lautstärke ändern. Das ist das Schöne. Ne? Also ich kann die Uhr natürlich auch lauter machen. Ne? Kann hier genauso auch den Rotor verwenden, die Rotorbewegung, ne? Also zwei Finger. Zeichen, Wörter, Sprechtempo, 5, Lautstärke. 5. Ja, also ich kann die jetzt auch 60%, 65%, 70%, 75%, 80%. Auf 80 gehe ich jetzt mal, ne? Jetzt mal sperren. So, wenn ich jetzt die Uhrzeit aufrufe. 15.32 Uhr. Ne, das ist, also, das ist doch einfach geil. Also, ne, und einfach, dass ich das so beeinflussen kann. Ich kann natürlich auch die Standardstimme nehmen, dann hat man halt diese normale Anna, also nicht die erweiterte, sondern die normale Anna, aber die finde ich nicht so schön. Es gibt einige, die schwören ja auf diese kompaktere Version von Anna, aber nee, also ich finde einfach, Siri ist eine schöne Stimme und ich muss die auch, da ich sie ja auch in Sprechgeschwindigkeit habe, ja, finde ich das einfach, also ist einfach die beste Stimme für eine Uhr, finde ich. Also, ja, und da ich ja sowieso ein iPhone habe, ne, das ist schon vollkommen okay. Natürlich ist nicht für jeden Apple Watch was. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, naja, ich möchte lieber eine extra Uhr haben und möchte das nicht jetzt irgendwie mit dem iPhone verkuppelt haben und möchte das auch nicht smart, sondern halt Uhr ist Uhr, ne? Das kann man auch verstehen. Aber dafür habe ich halt noch meine Sprechuhr. Ne? Deswegen, also es ist schon gut, beides zu haben. Ne? Eine normale Sprechuhr, weil ich muss ja die Apple Watch auch laden und insofern ist es dann auch gut, wenn die Apple Watch lädt, dass ich dann meine normale Sprechuhr habe, die natürlich keine Funkuhr ist, aber ja, gut. So ist es halt. Also das Schöne an so einer Apple Watch, das finde ich einfach, obwohl ich es wahrscheinlich nicht so oft nutzen werde, aber das Schöne an der Apple Watch ist einfach, dass sie wasserdicht ist. Ne? Das ist einfach eine geile Sache. Also
Und es ist einfach wirklich, wenn man sich die Hände wäscht oder und man ist aus Versehen mal mit dem Arm drunter oder so, ne, dann kann einfach nichts passieren. Ne? Ja. Und man könnte mit der Apple Watch ja wirklich schwimmen gehen. Also das ist schon geil. Ne? Also das ist schon, ich weiß nicht, ob ich das jemals nutzen werde. Also ich kenne mich, wahrscheinlich werde ich trotzdem die Uhr dann abmachen, weil ich es einfach gewohnt bin. Aber ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich mir noch, es gibt ja auch noch so eine Schutzfolie für die Apple Watch, da weiß ich allerdings nicht, ob die wasserdicht sind. Ja, vielleicht kann sich ja da einer mal melden von euch, der Erfahrung mit einer Schutzfolie hat. Ja, also ihr wisst ja, beim iPhone gibt es ja diese Panzerfolien und für die Apple Watch gibt es sowas auch. Und Mann, ist hier was los. Lass die Mädels in Ruhe, Dicker. Genau, geh da hinten hin. Ja, jetzt mautzt er. Ja, also das Wasserdichte, das finde ich halt bei der Apple Watch wirklich super. Und wie gesagt, also mich reizt es schon mal, eine Aufnahme im Schwimmbad zu machen. Ne? Also das darf natürlich keine Musik laufen, das ist klar. Aber gut, selbst wenn, das ist halt auch eine Aufnahme für mich. Aber sowas reizt mich natürlich. Ne? Also wirklich mal an Orten aufzunehmen, das kann man ja mit der Apple Watch dann. Und wenn es eine einigermaßen laute Atmosphäre ist, dann nimmt die Apple Watch das ja auch gut mit. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in so Orten ist wie in der Sauna. Also da, das ist halt auch, was mich auch so interessiert. Würde das eine Apple Watch aushalten, wenn man sie mit in die Sauna nimmt? Ach, mein Kater kümmert sich wieder um den Spiegel. Das klingt dann wieder gleich wie Vögel. Ja, also das mit der Sauna ist schon, ne? Also ob so eine Apple Watch sowas aushalten würde oder nicht, weiß ich auch nicht, aber wäre auch mal eine interessante Aufnahme, ne? Wenn man so in der Sauna sitzt. Ja, da muss ich immer wieder an eine lustige Situation denken. Mein Halbbruder, also der René, den alle eigentlich Pinky nennen, aber eigentlich heißt er ja auch René, wie mein richtiger Bruder. Wir waren mal im Europa Center. Es ist Jahre her. Und naja, und es waren aber nicht so viele Leute. Das heißt also, wir waren auch mal, also mein Bruder und ich waren auch mal in so einer Sauna alleine. Und mein Bruder hat ja immer diese wunderbare Fähigkeit, dass er Situationen nachspielen kann. Also er kann Sachen nachspielen, wo du echt manchmal denkst, so als Blinder auch, boah, wie macht er das? Also er hat zum Beispiel mal eine Situation, also um euch ein Beispiel zu geben, ich steige im Fahrstuhl ein mit ihm. Ja, also es war bei mir zu Hause, wir sind irgendwie weggegangen, ich weiß nicht mehr, wohin wir gegangen sind, aber wir sind im Fahrstuhl eingestiegen und er steigt auch in den Fahrstuhl ein, tut aber so, als würde noch ein zweiter einsteigen und macht den auch noch nach diesem zweiten, also so und spricht auch noch so in den Raum rein, als wenn der zweite gerade in den Fahrstuhl einsteigt. Und ich habe das auch noch geglaubt, ja, also nur mal insofern, ja, also das ist wirklich Talent, ja, also das habe ich bei noch niemandem so extrem erlebt wie bei meinem Halbbruder. Ja, also das ist wirklich, ja, und das akustisch, ja, also jetzt nicht irgendwie, also für mich, also wirklich so eine Dinge halt, ne? Oder halt wie im mit der Sauna das Beispiel, das war auch lustig. Wir waren in diesem Saunaraum und dann spritzt er halt mit diesem Wasser da rumgespritzt. Also wir waren in so einer Dampfsauna und diese Dampfsauna war halt, und das war auch ganz abenteuerlich. Und dann meinte so, was ist, wenn hier jemand reinkommt und dann hat er auch noch, und dann waren wir zum Schluss, waren wir in dem Ruheraum und dann, da war aber auch keiner drin und irgendwie waren wir dann da drin und ich habe irgendwas gequatscht und dann war der und irgendwann aus dem Hintergrund meinte er dann, hey, Ruhe, ich will meine Ruhe haben oder so. Also das war auch witzig. Wir haben da, also das, wir haben schon so oft gelacht, ja. Und ja, und wenn man sowas natürlich mit der Apple Watch aufnehmen könnte, ne, also auch so ein Saunagang, ja, auch so einen Aufguss aufnehmen zum Beispiel, ne? Also das wäre auch mal was.
Und da weiß ich aber nicht, ob die Apple Watch sowas natürlich aushält. Ne? Und vor allen Dingen auch, wenn man jetzt so eine Schutzfolie drauf hat, hätte, da weiß ich halt auch nicht, sind die Schutzfolien auch wasserdicht oder also Wasser oder lösen die sich dann? Ja, also das sind so Sachen, die mir so im Kopf rumschwirren. Ne? Und ja, also aufnahmetechnisch kann man natürlich mit der Apple Watch eine Menge mitnehmen. Ne? Also das ist schon wirklich, man kann da an Orten aufnehmen, wo man normalerweise mit dem Olympus natürlich nicht hingehen würde, weil man mit dem Olympus natürlich wiederum, ja, da weiß man natürlich, okay, im Olympus im Wasser nehmen ist natürlich keine gute Idee. Ja. Oder auch, ich meine, was auch eine geile Aufnahme, gut, werde ich nie zu kommen, aber was auch eine geile Aufnahme bestimmt sein würde, wäre, wenn ich mit der Apple Watch, man kann ja mit der Apple Watch auch ins Meer, also die ist ja sogar vor Salzwasser. Also wenn ich mir jetzt überlege, eine Aufnahme, wie ich im Meer bade, ja, also jetzt nicht, wie ich da bade, versteht mich jetzt nicht, aber einfach dieser Sound, mitten im Meer und dieses Wellenrauschen und ich dann im Wasser und, also das sind so Sachen, ja, geil, also kann man mit einem normalen Aufnahmegerät nicht machen, ne? Also gut, ist zwar in Mono, aber das ist ja wurscht in dem Moment. Da kommt es ja eher auf den Sound an und das Meer ist ja auch laut genug. Also würde die Apple Watch natürlich super mitnehmen wahrscheinlich. Windgeschützt ist ja auch die Apple Watch, ne? Also es wäre schon eine coole Aufnahme, wenn man die Aufnahme vielleicht auch noch ein bisschen bearbeitet dann. Vielleicht noch ein paar Höhen rein oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, inwiefern und wie gut man Apple Watch Aufnahmen bearbeiten kann, aber das sind so Sachen, über die ich so nachdenke, was man so alles mit der Apple Watch Aufnahmesituation machen kann. Ne? Und ja, und vor allen Dingen, man hat sie am Handgelenk, ne? Und das ist einfach, also wie gesagt, da kommen mir immer mehr Ideen. Ich komme natürlich leider nicht so oft raus. Aber wenn ich es mal machen sollte irgendwann und wenn diese ganze Corona, der ganze Corona-Mist mal wirklich vorbei ist, und dann hoffe ich, dass ich mal zu der einen oder anderen Aufnahmesituation komme. Ja, und ja, gibt einfach Orte, ne, wo man halt mit dem Aufnahmegerät nicht so hinkommen kann oder ja. Und gerade Wasser ist ja nun mal so ein Element, klar, welches Aufnahmegerät macht das mit. Ne? Und da muss man halt irgendwie von außen das aufnehmen. Und das ist natürlich auch anders, als wenn man jetzt wirklich dabei ist. Ne? Und wie man, ja. Also es gibt schon so Situationen, ich habe mir oft überlegt, wenn ich damals, wo ich mit Nadine und Nadines Mutter und dem Bruder in der Türkei zum Beispiel war, das war 2003, wenn ich da sowas schon gehabt hätte, ja, also gut, ein Olympus wäre auch geil gewesen, aber vor allen Dingen auch die Apple Watch, ja, da hätte ich so geile Situationen aufnehmen können, ja, und wir hatten damals nur so eine Monokamera, ja, die war halt nicht so doll. Das waren halt diese größeren, etwas kleineren Kassetten und man musste das dann auf Video mit dem Kabel überspielen und so. Also das war noch, ja, das war noch Zeiten. Ja. Alles nicht mehr denkbar heute. Und da hätte man so geile Situationen aufnehmen können mit der Apple Watch. Ne? Und das einfach, wo ich so denke, boah, also wenn ich heute nochmal irgendwie so einen Urlaub erleben sollte, also auch im Flugzeug oder so, ne? Ich weiß zwar nicht, ob... Also gut, fliegen werde ich in nächster Zeit natürlich nicht, aber es sind einfach so Ideen, ne? Also was man alles so machen könnte mit so einer Apple Watch. Ja, da kann man schon Situationen mitnehmen, wo man mit Olympus schon wieder Probleme hätte, weil es natürlich auch sehr auffällig ist, so ein Aufnahmegerät, ne, irgendwo. Und so eine Watch natürlich nicht. Da drückt man auf Aufnahme und fertig. Und wenn der Bildschirmvorhang auch noch eingeschaltet ist, dann sieht ja auch keiner, was man da macht. Das ist auch noch das Gute. Und da kann man natürlich für sich selbst schöne Erinnerungen aufnehmen. Ne? Das ist schon cool. Also und das sind dann so Beispiele wie im Meer baden oder auch im Swimmingpool, ne? Oder so. Ne? Wenn man jetzt im Pool ist und dann so eine Poolbar hat oder sowas. Ne? Und das alles kann man alles mitschneiden dann. Ne?
Ist natürlich Träumerei alles, aber passt ja auch zur kleinen Träumerei. Aber ja, sowas ist natürlich cool, ne? Ist alles mit so einer Watch natürlich möglich, weil die natürlich völlig unauffällig aufnimmt. Und ja, die lauten Passagen natürlich schön hervortut. Ne? Also wenn es halt, es muss halt eine Atmosphäre sein, klar. Das habt ihr ja auch gemerkt. Wenn die Atmosphäre zu leise ist, dann ist die Apple Watch einfach auch zu leise. Also es muss natürlich auch eine schöne Atmosphäre sein drumherum und dann nimmt sie eigentlich auch ganz gut auf. Und also ich kann mir auch vorstellen, so ein Konzert oder so. Ich meine, ich gehe jetzt nicht so gerne auf Konzerte, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man so ein Konzert mit der Apple Watch aufnimmt, das wird bestimmt ganz geil. Zwar im Mono, aber also als Erinnerung nicht schlecht, ne? Oder wenn man jetzt, man würde jetzt im Theater sitzen und würde so ein Theaterstück mit der Apple Watch aufnehmen. Ich meine, gut, sowas darf man ja nicht hochladen, aber das sind so Beispiele, aber für sich selbst als Erinnerung. Ich meine, dann schaltet man die Apple Watch an, lässt sie laufen. Ja, und hat dann das Theaterstück für sich, ne? Also, gut, das darf man natürlich offiziell nicht. Also, ich will jetzt auch niemanden animieren, hier heimlich aufzunehmen. Ne? Ja, aber es gibt halt auch öffentliche Situationen, wo man es ja darf. Ne? Also, ich meine, alles, was öffentlich ist, oder wenn es mit einem selbst zu tun hat, dann darf man ja aufnehmen. Das ist ja was anderes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftritt hätte, ich mache ja keine großen Auftritte mehr, aber dann würde ich auch mir auch überlegen, lässt einfach mal die Apple Watch laufen. Ja, also vor allem ist es einfach ein unkomplizierteres Aufnehmen. Ne? Da brauche ich nicht zu überlegen, wo lässt du das Aufnahmegerät jetzt, machst du auf, machst du aus? Nee, lässt die Apple Watch einfach laufen den ganzen Auftritt über und fertig. Und gut, aber mal weg von Auftritten. Ja, oder so Musikabende oder wenn man jetzt wirklich mal wieder, wenn ich jetzt wirklich mal wieder so eine Musikgruppe hätte, so eine, dass ich das dann aufnehmen kann und als Erinnerung habe oder so, ne? Also das, ja, ist natürlich eine schöne Sache. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte, als ich noch im Schulchor war zum Beispiel, das ist Quatsch, da gab es ja sowas alles noch nicht, aber ich habe mir oft so vorgestellt, wenn ich zu der Zeit sowas schon gehabt hätte, boah, was hätte ich aufgenommen, ey. Ich glaube, ich hätte die ganzen Chorstunden aufgenommen oder Musikstunden. Also, ja, da hätte ich heute viel mehr Erinnerung an die Zeit. Dafür ist so eine Apple Watch praktisch. Ne? Und wenn man halt eine richtig gute, laute Aufnahme haben will, dann nimmt man halt sein Olympus DM720. Und dieses Gerät ist einfach nur geil. Also ich kann immer wieder sagen, gut, dass ich den jetzt habe. Und also der 720 ist Gold wert. Also hätte ich das gewusst, dass der so gut aufnimmt, ich glaube, ich hätte mir vieles erspart. Ach, hallo Mieze. Pizza. Das ist die Mieze-Pizza. So, aber naja, gut. Ihr hört ja, selbst weit 3 kann man benutzen beim Olympus DM720. Klar, es rauscht ein bisschen mehr, aber macht ja nichts. Aber ihr habt eine schöne Stereobreite und ja. Ja, also wie gesagt, jetzt werden wir erstmal wieder ins Wohnzimmer gehen. Tasse ist weggestellt. Da läuft Blackie.
begebe mich jetzt ins Wohnzimmer. Ja, ist ja auch. So. Und bevor sich diese Katze auf meinen Stuhl setzt, ist nämlich mein Stuhl. Ja, seht ihr? Die Katze geht schon gleich weg. Das ist schön. Ach, ist das herrlich. Sit down and relax, kann ich dazu nur sagen. So. Jetzt werde ich den Rechner einschalten. Ja. Er läuft. Er fährt hoch. Ich hasse dieses Hochfahren. Also Leute, ich hoffe, dass irgendwann mal Rechner rauskommen, die nicht mehr hochfahren müssen. Ja. Das ist auch irgendwie altertummäßig. Ja. Ein Rechner fährt hoch. Und das im Jahr 2022. Also. Warum kann man nicht einfach ein Gerät anmachen und das ist gleich an? Fertig, ja. Also, ich weiß, ich verlange ein bisschen viel, aber wir leben im Jahr 2022. Also irgendwie, dass so ein Rechner immer noch hochfahren muss, ja. Also, mal ehrlich. Gut, ich meine, vielleicht so ein hypermoderner Rechner. Ich hab ja nochmal einen von 2012 oder 2013. Ich weiß nicht, wie alt der ist, aber der ist ja nun auch ein bisschen alt, gebe ich ja zu. Das ist ein Altbackenrechner. Also ich werde mir auch irgendwann mal bestimmt einen neueren zulegen. Spätestens wenn Windows 10 abläuft, muss ich ja irgendwann einen neuen Rechner haben, weil dieser Rechner wird Windows 11 nicht packen. Definitiv nicht. Und deswegen muss irgendwann mal ja ein neuer Rechner her. Ich weiß nur noch nicht wie. Also ich werde mir natürlich wieder einen Laptop holen. Oder halt ein iPad. Da bin ich auch am überlegen, ob ich nicht ganz von Windows weggehe. Andererseits gibt es einfach noch so ein paar Funktionen von Windows, die ich ganz gut finde. Also gerade das Kopieren und Einfügen und so, das finde ich einfach noch immer noch einfacher bei Windows. So. So. Jetzt lassen wir ihn erstmal hochfahren. Ja, haben wir mal ein bisschen über Aufnahmemöglichkeiten mit der Apple Watch geredet. Also, ja. Im Hintergrund frisst eine Katze. Ich glaube, Mieze. Das könnte Mieze sein. Ich muss mal vorsichtig gucken, nicht, dass sie mich beißt. Ah, ne, ist Blackie. Blackie frisst. Und wo ist Mieze? Mieze. Ach, da hinten bist du. Da ist meine Mieze. Ja. Na gut. Oh, Entschuldigung, Mieze. Ist ja gut, Mieze. Ja, ist ja gut. Ja, meine Süße. Ja. Ja. Gut, dann beende ich die Aufnahme mal. Und das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 396. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie ich. Ich habe nämlich sehr viel Spaß bei dieser Folge gehabt. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ist so. Ja, weit 3, wie gesagt. Also Stereobreite absolut hier, wie ihr hört. Und ja, dann hören wir uns in der Folge 397 wieder. Und wir nähern uns der 400. Also, bis dann. Ciao, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. sven.svenny.heidenreich@googlemail.com. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.